So, dann guten Morgen, liebe Waynes. Herzlich willkommen zum heutigen Frühschoppen. Horst ist am Start, aber der sitzt aufgeplustert und sich. Ah, ich dachte schon, er hält vielleicht mal die Klappe. Ich habe mir hier diesmal eine Cola genommen. Und eine Tasse Kaffee hatte ich diesmal schon heute in aller Frühe. Und es ist so heiß und warm und mir ist nach Cola. Leid, da kommt Horsti, aber Horsti, die Gardine ist zu, da musst du gucken, wo du landen kannst, ne? Er würde jetzt gerne raus. Mal gucken, vielleicht brummt er gleich hinter mir vorbei. Da stehen die Schweißperlen auf der Stirn hier. Ich muss mich mal eben abtupfen. Wellensittich, ich habe nämlich nichts anderes gerade hier. So. Horsti macht halt nichts. Ich schlapp. Vielen Dank für eure ganzen Geburtstagsgrüße, die mich gestern erreicht haben hier und auf allen Kanälen. Und meine Brille ist jetzt dreckig vom Abtupfen. Ja. Die ist sowieso meistens dreckig. Ich hasse die ja. Ich hasse diese Brille. Geburtstagswünsche haben mich erreicht auf allen Kanälen. Hat mich sehr gefreut und ich habe vom Jochi, dem Held der Arbeit, eine neue Kamera bekommen. Nämlich diese, mit der ich gerade filme. Und ich hoffe so sehr, die Qualität ist gut. Ich hoffe, ich kann damit umgehen. Ich hoffe, alles ist bestens. Ich hoffe, Horsti ist nicht zu laut. Und alles wird sich zum Guten wenden. Am nächsten Mittwoch schaltet ein, da kommt ein Amazon-Haul-Video on. Und zwar gibt es zurzeit eine super Sache, wenn man für einen bestimmten Betrag bestellt. Die Aktion läuft noch bis Ende Juli, kriegt man die Amazon-Beauty-Box dazu. Und das habe ich gemacht. Ich habe sie gekriegt. Ich zeige euch am Mittwoch, was drin war. Und ich bin begeistert. Und meine Brille beschlägt vor lauter Begeisterung. Ja, das ist nur kurz die Ankündigung für den Mittwoch. Ich wollte mit euch über meinen 3-Monats-Plan sprechen. Ne? Wie in der DDR früher, die Planwirtschaft hält jetzt auch bei mir Einzug. Und zwar muss ich Geld sparen. Erstens, weil ich Geld sparen muss, zweitens, weil mein Konto leer ist, drittens, weil ich vielleicht nochmal wegfahren muss und viertens, weil ich auch mal was haben muss, wenn mal Not am Mann ist. Ne? Auto kann kaputt gehen, Waschmaschine kann kaputt gehen, sonst was und dann, sonst steht mir nämlich hier das Wasser bis hier, wenn ich dann ein bisschen spare. Und deshalb habe ich, und Achtung jetzt, es ist nicht abwertend gemeint, mein Hartz-IV-Experiment vor. Ist jetzt nicht so, dass ich nur versuche, mit dem Hartz-Satz auszukommen, würde mit Auto und meiner Rumfahrerei und meinem Lebensstil momentan auch gar nicht hinhauen. Aber ich habe auch schon mal von Sozialhilfe gelebt, vor Hartz-IV-Zeiten. Damals hieß es noch Sozialhilfe und ich weiß also durchaus, was das heißt, zum Sozialamt zu gehen. Und da drangsaliert zu werden und quasi um den Lebensunterhalt zu kämpfen und auch darum zu kämpfen, dass man nicht in irgendeine menschenverachtende Arbeit reingezwungen wird. Ich weiß das also durchaus und ich weiß auch mein Glück zu schätzen, dass ich im Moment, man weiß ja nie, wie die Zukunft ist und wie sich so alles entwickelt, Arbeit habe. Der Haul, den ich hochlade am Mittwoch, der ist vor meiner Hartz-IV-Experiment jetzt erledigt worden. Ich habe nämlich Shopping-Sperre und zwar 3 Monate. Ich werde in 3 Monaten nicht jetzt genau budgetiert überlegen, was gebe ich wofür aus, weil das ist bei mir sowieso schon zum Scheitern verurteilt. Aber es gibt ein paar... Ist das die Waschmaschine, die sich so anhört? Ne, das kommt von draußen, ist irgendwas. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich sparen möchte. Und wenn ihr da Tipps habt, bin ich da auch für dankbar. Erstens, wenn ich Lebensmittel oder sonst was einkaufe, werde ich
zuerst mal zu Aldi gehen und nicht zu meinem Rewe wie sonst. Ah, das ist Feueralarm. Haben wir 12 Uhr? Ja, ich glaube, ist Sirenentest. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Werde ich zu Aldi gehen und da erstmal gucken, ob es das gibt. Und bei Aldi werde ich auch Preise vergleichen. Ich werde jetzt nicht sagen, ich gehe nicht mehr aus. Das nicht. Aber ich werde gucken, wenn ich ausgehe und selber bezahle. Man wird ja auch mal eingeladen. Wenn ich mit meinem Freund ausgehe, muss ich nicht bezahlen. Da zählt also nicht mit. Aber wenn ich selber ausgehe, werde ich halt gucken, dass ich nicht das teuerste nehme, sondern ich gucke mir die drei preiswertesten Gerichte an. Und aus den drei preiswertesten Gerichten suche ich dann aus. Das, was mir am meisten wundert. Oder wenn ich, wenn ich halt jetzt einen Klostein brauche, normal habe ich halt diese runden Bällchen oft gekauft. Nee, nix. Ne? Oder diese Herzen da. Ich war jetzt bei Aldi, habe da den billigen gekauft. Und so wird das laufen. Ich werde auch nicht groß irgendwo rumfahren. Ich werde auch, weil ich gerne mache, auch keine Leute freihalten groß, wo ich sage, ach komm, ich bezahle jetzt mal. 3 Monate lang müssen die für sich selber sorgen. Oder wenn ich Geschenke mache, ich mache auch gerne große Geschenke, so im Rahmen von 50 bis 100 Euro, auch für Freunde. Nee, Schluss, die kriegen dann bis 20 Euro Geschenke und ansonsten sollen sie sich freuen, dass ich für sie da bin. Also die Leute, die jetzt in den 3 Monaten Geburtstag haben, die tun mir leid, ne? Juli, August, September, ja, Charlie, Pech gehabt, Sibylle, Pech gehabt, also und noch so ein paar, ne? Gibt nicht viel dieses Jahr. Irena muss Geld sparen. Ja, und was machen wir noch? Ja, eigentlich so die Richtung. Ach so, und mittags im Büro wird manchmal, ganz selten mal bestellt. Gibt's auch nicht mehr. Also ich werde dann auch zum Aldi Lidl Penny gehen und mir da so Sachen zum selber Chip zum selber schmieren nehmen und dann gucken wir mal, ob in 3 Monaten nicht die Million auf dem Konto ist. Es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmen, die mir wichtig sind für mein absolutes Wohlbefinden, die ich machen werde. Das ist zum Beispiel die guck doch mal. Da sitzt er. Ich mach mal so, dann können wir den ein bisschen mitgucken. Ja. Das ist zum Beispiel, dass ich blöd mit dem Vorhang, ne? Jetzt kannst du nicht raus. Dass ich die Melone von Rewe nehmen werde. Weil Melone ist im Moment überlebenswichtig für mich im Rahmen von Weight Watchers und sonstigem. Mit Melone rette ich mich über den Tag. Melone ist so mein Nullpunkte immer da essen. Und wenn die Melone nicht schmeckt, dann raste ich aus, ne? Und ich weiß, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder hole ich die auf der Severinstraße beim Türken, so eine lange aufgeschnittene, da sehe ich, dass die gut ist. Oder ich hole die beim Rewe, und zwar die schon vorgeschnittene in den Bechern. Und alles andere Experimente, wie ich kaufe eine Zuhe Melone bei Aldi, weil die billig ist, nein. Denn die würde ich wegschmeißen, wenn die von innen weiß oder nicht reif ist und nur nach Schale schmeckt, esse ich die nicht. Tut mir leid, geht nicht. Also so ein paar Ausnahmen sind da, ne? Und ich überlege gerade, ob noch irgendwas. Also DM Rossmann ist finito, gibt es überhaupt nicht. Haha, Ausnahme. Ich habe zum Geburtstag einen Rossmann-Gutschein geschenkt gekriegt. Den werde ich noch einlösen. Also werdet ihr wahrscheinlich auch noch einen Rossmann holen irgendwann demnächst sehen. Aber selber zum Rossmann, nein. Und beim Rossmann, Leute, deshalb muss ich dahin auch. Und deshalb ist der Gutschein super. Ich muss da nämlich heute noch hin. Es gibt da ein Star Trek Herrenparfüm, Captain Kirk, ey. Und ich bin demnächst am Geburtstag und ich weiß schon, was der kriegt. Geil. Bin begeistert. Ja, dann. Ach so. Jetzt schimpf doch nicht so. mir geht es momentan irgendwie gut. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss immer noch Schmerztabletten nehmen und ist immer noch nicht alles so rosig. Aber irgendwie habe ich gute Stimmung. Ich muss was geraucht haben.
Ja, ich freue mich wahrscheinlich so über die Kamera und dass ich jetzt endlich 46 bin. Dann gibt es noch Ausnahmen. Ja, ich würde mal gerne wissen, was macht ihr, wenn ihr sparen müsst oder spart ihr überhaupt? Also ich bin überhaupt nicht sparsam. Das ist richtig, richtig schlimm. Schlimm bei mir, und ich habe auch schon diverse Male probiert, ein Haushaltsbuch zu führen. Also bestimmt schon 10 Mal, es klappt nicht bei mir. Keine Chance. Ich muss irgendwie so intuitiv mal ein bisschen sparsamer werden und nicht so die Kohle raushauen. Aber wie gesagt, die nächsten 3 Monate werden es zeigen. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich gelabert habe, denn auf diesem Dingen ist keine Anzeige. Vielleicht habe ich die auch irgendwie ausgeschaltet, ohne zu wissen. Ich hoffe, die Einstellungen stimmen so. Ich hoffe, die Farben hier knallen jetzt nicht komplett hier aus dem Rahmen, denn ich bin ja heute doch hier so richtig leuchtend pink-rot hinter mir. Also das ist schon eine Herausforderung. So, dann wünsche ich, ach so, ich sehe hier gerade, was ich noch zum Geburtstag gekriegt hatte. Ach so, am Mittwoch müsste allein schon einschalten, weil ich habe einen absolut genialen Umhang, Schal, leichten Strick, sommerlichen Schal von einer Freundin gestrickt bekommen, und den finde ich so toll. Und von derselben Freundin habe ich auch diese, da ist schon ein bisschen Tabak von Jochi drauf gekrümelt, diese fantastisch süße, selbstgemachte Karte bekommen, die super schön ist mit dem kleinen Strickteil. Und hier so ein Rosenquarzherz kommt zu meinen anderen Edelsteinen in meine Edelsteinschale, da kommt's rein. So, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, liebe Waynes. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, schaltet ein, teilt meine Videos, gebt mir Daumen hoch, schreibt mir Kommentare, tragt mit dazu bei, dass ich in 3 Monaten mit einem guten YouTube-Einkommen mich zur Ruhe setzen kann. Ihr seid dafür verantwortlich. Ich wünsche euch was. Tschüss. Das wäre geil, ne? Ein YouTube-Leben, das wäre geil. Ist ja auch der, ist ja auch so, der Trend, habe ich gelesen, Berufswunsch der Jugendlichen, ne? Von YouTube-Leben. Jetzt seht ihr mal, was das Licht übrigens ausmacht hier. Ohne Licht ist alles dunkel. So, jetzt aber Schluss und aus. Ab in die warme Molle mit euch. Tschüssi.